is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Er wird für immer regieren. Und der siebente Engel blies seine Posaune, und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen: Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Kommen Christi, um die Herrschaft der Gerechtigkeit aufzurichten, hat die Schreiber der Bibel zu den erhebendsten Äußerungen inspiriert. Der Psalmist sang von der Kraft und Majestät des Königs der Israeliten. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich vor dem Herrn. Denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdboden richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Der Prophet Jesaja sagte: Er wird den Tod verschlingen auf ewig, und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. Kurz bevor der Heiland von seinen Jüngern getrennt werden sollte, tröstete er sie in ihrem Kummer mit der Versicherung, er würde wiederkommen. Euer Herz erschrecke nicht. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Die Engel, die nach der Himmelfahrt Christi noch auf dem Ölberg verweilten, wiederholten den Jüngern das Versprechen seiner Wiederkehr. Dieser Jesus, der von euch weg den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt den Himmel fahren sehen. Und der Apostel Paulus bezeugte durch den Geist der Inspiration: Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Der Prophet von Patmos sagt: Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen. Um sein Wiederkommen bringt sich alle Herrlichkeit zusammen, die mit dem Wiederbringen aller Dinge zusammenhängt, von dem Gott geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Dann wird die so lange fortgesetzte Herrschaft des Bösen gebrochen. Die Reiche der Welt werden die Reiche unseres Herrn und seines Christus werden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. The Lord is coming. Are you ready?